Dir zuliebe, was meint das? Dir zuliebe. Schauen wir ins Neue Testament, ins Hohelied der Liebe. Da schreibt Paulus, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Dir zuliebe? Es war einmal ein kleiner Junge. Er hatte das zweite Schuljahr hinter sich gebracht und nun begannen die Sommerferien. Keine Hausaufgaben, keine Schulzeiten mehr. Er hatte frei. Er konnte mit den anderen spielen. Sonntags, da ging er zum Kindergottesdienst in seine Kirche. Und da hörte er, dass Gott sich freut, wenn man ihm etwas Gutes tut. Und so überlegte er in den Ferien, wie kann ich Gott etwas Gutes tun? Und morgens, bevor er mit seinen Freunden spielen ging, fiel sein Blick im Wohnzimmer auf den Tisch seiner Eltern. Da stand eine Obstschale. Da waren drei Äpfel drin. Und er dachte sich, einen Apfel nehme ich und den werde ich Gott opfern. Dieser Apfel ist für Gott ganz allein. Ich will ihm etwas Gutes tun. Und wie weiß ich, dass Gott diesen Apfel annimmt? Er überlegte lange und dann beschloss er, den Apfel an eine Ecke der großen Rasenfläche vor dem Haus zu legen, damit die Vögel ihn dort sehen konnten und sich an ihm guttun konnten. Sie sollten ihn aufpicken, diesen schönen Apfel. Und er nahm ihn und legte ihn in die Ecke des Rasens. Dann spielte er einen ganzen Tag vergnügt, mittags ging es kurz zum Mittagessen. Hände waschen war eigentlich unmöglich, musste aber sein. Und abends, müde vom vielen Spielen, kam der kleine Junge nach Hause und da lagen noch zwei Äpfel. Und die lächelten ihn an und er biss rein in den ersten. Und der schmeckte so gut, er nahm auch noch den zweiten. Und dann ging er ins Bett und betete. Und da fiel ihm ein, dieses krasse Missverhältnis. Ein Apfel für Gott und ein Apfel und noch ein Apfel für sich selber. An diesem Abend hat der kleine Junge viel gelernt. In der Folgezeit immer wieder über dieses Erlebnis nachgedacht. Was man einem anderen zuliebe tut, tut man sehr oft auch sich selber zuliebe. Und es kommt darauf an, in der Liebe die Brücke zum anderen zu erreichen. Die Brücke Jesu sind seine ausgebreiteten Arme. Wir können uns da reinwerfen, wie früher einmal bei unserer Mutter, unserem Vater, bei einem Menschen, der es gut mit uns meinte und uns tröstete. Jesu Arme sind weit ausgespannt und offen und seine Hände segnen uns. Das ist die Brücke, die nicht fragt in der Liebe, wie viel gibst du mir, wie viel gebe ich dir. Liebe kennt immer nur einen Weg, den Weg
zum geliebten Wesen, zum anderen oder zur anderen. Wer liebt, gibt niemals jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft er für ihn.